Hallo, ich bin Rudolf Schenker von den Scorpions, Gitarrist und Komponist. Ich habe ja eigentlich mit Gibson ja schon seit den Anfang der 80er kooperiert, weil für mich war dann früher oder später Gibson die Gitarrenmarke geworden, die mir am Herzen lag, speziell auch durch die Flying V, die mir sozusagen über Johnny Winter, ein schönes Plakat von Johnny Winter mit der Flying V drauf, hat mein Bruder gesagt, diese Gitarre, die muss ich spielen, der Hammer. So, und vorher hatte ich auch schon Gibson gespielt, aber das wurde dann für mich der Love at First Sight, Love at First Sting sozusagen, der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist meine Gitarre, und seitdem spiele ich konsequent Gibson-Gitarre, vielleicht mal hier und da eine andere Marke, aber für mich ist Gibson die Gitarrenmarke, die das, was der Sound und was die Qualität und so weiter ausmacht, das hat Gibson. Eigentlich gab es eine Rudolf Schenker Gitarre schon sehr oft. Das fing an Mitte der 80er Jahre oder Anfang der 80er Jahre, wo schon mal eine schwarz-weiße Scorpions-Serie rauskam. Das kam dann auch Ende der 80er, wurde so eine Serie aufgebaut. Dann in den 90ern gab es nochmal so eine Serie, wo schwarz-weiß Flying V's gemacht worden sind. Dann als Gibson anfing mit den Signature-Gitarren, da habe ich natürlich gedacht gehabt, gut, wenn Scorpions die letzte Tour machen und so weiter und ich nun dafür bekannt bin, diese Gitarre zu spielen, wäre es toll, wenn Gibson nochmal so eine Auflage machen würde. Und ich bin also sehr gut mit Chris Adams befreundet und der hatte gesagt, Rudolf, das ist kein Problem, das werde ich gleich vortragen, und hat das dann Henry, den Chef von Gibson, vorgetragen und der hat gesagt, sofort. Und so wie ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber es werden 400 Gitarren aufgelegt, das ist, glaube ich, die größte Auflage soweit oder einer der größten Auflagen, und da freue ich mich drüber, dass ich nochmal meine Karriere als Gitarrist und als Flying V-Spieler noch mal toppen kann mit dieser Signature-Gitarre. Dazu kommt ja auch noch, dass es ja ein Buch gab, 100 Jahre Gibson, und dass ich da als der Flying V-Spieler ja überhaupt gepriesen werde. Und das freut mich extrem, und dass ich so lange ausgehalten habe mit einer Gitarren-Company und dass ich jetzt sagen, bestimmt die größte Flying V Sammlung habe, die es, ja, glaube ich, im Augenblick weltweit gibt.